So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch von Reboard Smilodon Populator Stray Cat in der Ice Age Variante. In dem Maßstab von 1 zu 11 plus minus 1. Vor ein paar Tagen haben wir uns bereits Stray Cat in der Plain Variante angeschaut. Und die Version hat mir so gut gefallen, dass ich sagte, okay, komm, ich hol mir auch noch diese Ice Age Version. Diesen Smilodon, diesen Säbelzahntiger oder Säbelzahnkatze gibt es in unterschiedlichen Varianten. Unter anderem gibt es da noch ein ganz spezielles Shop exklusiv. Dann kommt auch noch eine Dschungel-Variante. Da hat er eher so ein Leopardenmuster und es gibt ihn auch noch als Tiger, ne? Als Tiger. Auch das wird noch erscheinen. Okay, ich bin sehr gespannt auf die Ice Age Variante und vor allem, ob das Muster auch genauso rauskommt, wie man es hier auf der Abbildung sieht. Ihr wisst, dieses Exemplar Stray Cat kommt mit zwei Köpfen, die ihr ihm anstecken könnt. Einmal ja so ein geschlossenes, eher knurrendes Maul und einmal geöffnet. Und bei dieser Skulptur kriegt ihr auch was fürs Geld, wo ich mich schon habe überzeugen können bei der Plain-Version. Ihr kriegt hier einen richtig schönen großen Smilodon mit tollen Details. Über den Kopf kann man sich ein bisschen streiten, aber komm, das Ding ist absolute Bombe. Alleine schon von der Skulptur her, das ist schon der Hammer. An Größe, Gewicht und auch was die Optik angeht. Ja, apropos Optik. Bei der Verpackung bin ich nicht ganz so mit dabei, aber okay, es geht hier um den Inhalt. Es geht um die Skulptur, um die Figur, es geht um Stray Cat. Aber trotzdem, die Verpackung, Reboard, tut mir leid. Ich meine, ich mag dieses Schwarz, das ist toll. Aber auch bei dieser Verpackung hier, tut mir leid. Man sieht hier ganz einfach, wie er im Photoshop freigestellt wurde. Sowohl das kleine runde Bild als auch die Figur an für sich. Und ja, ihr seht halt den Verlauf auf den schwarzen Karton. Und zudem, der Karton ist komplett abgeschürft. Das sieht aus, als ob der über den Boden geschrubbert wurde oder was weiß ich. Also das macht nichts her. Der Karton ist unterirdisch schlecht. Also ihr solltet bei sowas wirklich die Druckerei wechseln und vor allem auch die Grafik. Das ist aber, hoffe ich, der einzigste negative Aspekt in dieser ganzen Geschichte hier. Die Verpackung ist wirklich grottig. Reboard, ich mag euren schwarzen Hintergrund, aber nehmt eine gescheite, dicke Pappe und auf sowas gehört einfach ein Glanzüberzug. Dann wirkt es edel. Aber so wie das jetzt hier bei mir auf dem Tisch steht, da dreht sich kein Mensch danach um. Und das 2022. Du liebe Zeit. Okay, komm hier. Ganz kurzer Blick auf die Verpackung und dann geht's ans Auspacken. Ich wünsche euch, ich wünsche mir ganz viel Spaß mit diesem Review. So, ich halte es mal ganz nah vor die Kamera und ihr seht hier Stray Cat in dieser Ice Age Bemalung. Der absolute Wahnsinn. Ein Fell wie von einem Schneeleopard. Also klasse gemacht, hoffentlich kommt er auch so raus. Vor allem ist auch das Muster hier so, wie auf dem Kopf zu sehen ist. Ja, dieses abgeschwächte, die abgeschwächten Flecken. Wie ich eben schon sagte, zwei Köpfe, einmal geöffnetes Maul, einmal eher so knurrend dargestellt. Das sieht klasse aus. Ja, hier auf der Seite seht ihr schon diese absolut furchtbaren Flecken. Auch hier oben, ja, als ob man mit einem Schmirgelpapier drüber gegangen wäre, kommt hier einigermaßen rüber. Also das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ja, auch hier oben. Ihr seht es hier vielleicht. Das ist also furchtbar. Kommt in echt noch schlimmer wie hier auf dem Bild. Ja. Dann auch hier hinten. Ihr würdet denken, das hier ist Staub oder sowas. Nein, das ist Farbabrieb ohne Ende. Ich weiß nicht, wie lange die Kartons irgendwo gelagert haben. Ja, sonst wäre ja wahrscheinlich auch schon die Dschungelvariante drauf gedruckt, denn die Bilder sind ja jetzt auch schon weich im Umlauf. Aber ja, es wirkt wirklich wie abgeschmirgelt. Es ist nicht wirklich schön. Bereits 2021 erschienen das Ganze und den packe ich hier jetzt mal ganz schnell aus. Aber ich stelle hier nochmal den anderen Karton daneben. Hier seht ihr beide. Links die Ice Age Variante und rechts Plain. Plain haben wir uns schon angeschaut. Ich habe ihn auch hier. Ich werde natürlich neben die Ice Age Version stellen. Dann habt ihr den ultimativen Vergleich und ihr seht hier auch schon, man hat sowohl die Augen als auch die Zähne anders farblich gestaltet. Also sprich hier beim Ice Age Stray Cat Smilodon haben wir blaue Augen und wir haben relativ weiße Zähne, so elfenbeinfarbene Zähne. Und bei der Plain Version, da seht ihr schon, haben wir gelbe Augen und die Zähne haben hier einen eher ja, gelblich-bräunlichen Ton.
auch das absolut reizvoll. So, dann holen wir den guten hier mal raus. Wieder in Schaumstoff hier gehüllt. Alles klar. So, und hier haben wir den guten. Ja, das sieht gut aus. Hier haben wir auch die beiden Köpfe separat. Die Zähne sind auch dran. Da habe ich immer die größte Sorge. Und ja, das ist schon wow. Ja, ich kann nur wieder sagen, wow, ne? Vor allem, wie ausgefranst der Karton hier wieder ist, ne? Dieses Schaumstoffgedöns. Das ist der Knaller. Also, erstmal die Köpfe hier rausholen. Extra in Folie verpackt, sehr gut. Dann den Kopf hier. Passt auf, wenn er den rauszieht, wegen den weit herausstehenden Zähnen. Ja, und jetzt hier dieses Monstrum. Am besten kippen lassen. So, wunderbar. Okay, er steht und er ist halt einfach geil. Alter, das Ding ist so der Burner. Boah, diese schwarzen Flecke hier verschwimmen ein bisschen mit dem Fell, mit der Fellfarbe, aber das ist okay. Find's auch schön, dass es hier so punktiert ausläuft und ich bin extrem auf den Kopf gespannt. Den Körper schauen wir uns gleich an. Wir haben ihn ja schon ausführlich besprochen bei der Plain-Variante. Aber das kann man doch echt angucken, Mann. Also der ist schon richtig, richtig Bombe. Ich freue mich total, dass ich ihn habe. Also absolut lohnenswert. Wer auf Smilodons steht, also absolute Empfehlung. Ja, das Ding ist Bombe. Jetzt schauen wir uns die Köpfe an. Und da geht es hier mal los mit dem geschlossenen Maul. Ihr seht hinten weiß, das steckt man dann in den Körper ein. Falls ihr eine ausführliche Besprechung wollt, schaut euch bitte noch das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, mit der Plain-Variante an. Ansonsten gehe ich jetzt hier mal ein bisschen schneller drüber und Freunde, ist klasse. Die Augen haben sie tatsächlich blau gemacht mit einer kleinen, schmalen Pupille und er guckt straight nach vorne. Gefällt mir gut, er wirkt auch tatsächlich, da hell ist, so ein Grau, ein bisschen breiter, nicht ganz so schmal. Wie bei der Plain-Variante. Wartet mal, habe ich doch da. So, zack. Seht ihr das? Also rein optisch, weiß nicht, wie es jetzt hier auf dem Video rüberkommt, kommt rechts die braune Variante ein bisschen schmäler als die graue. Ja, aber das täuscht. Das ist tatsächlich nicht so. Aber ihr seht hier den Unterschied auch in den Zähnen. Links haben wir eher Elfenbeinfarben, rechts das Ganze eher so ja gelblich-bräunlich. Sieht auch gut aus, die Schnauze. Haben sie gleich bemalt, im gleichen Braun, was ich sehr gut finde, denn hier wirkt das Ganze rosafarben. Ja, hier wirkt es rosafarben. Da hatte ich ein bisschen Angst davor, denn das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und hier haben sie es tatsächlich braun gemacht, was mir tatsächlich ein bisschen besser gefällt. Ja, also absolut okay. Die Zähne, die Säbelzähne, sind aus Gummi. Aber trotzdem vorsichtig sein, sie laufen echt spitz zu. Nicht, dass er irgendwo hängen bleibt und reißt die ab. Das wäre extrem schade. Ne? So, der Kopf ist nicht aus einem Guss. Das haben wir schon beim letzten Mal festgestellt. Man sieht es auch hier hinten. Hier geht so eine Trennungslinie durch. Das heißt, Oberteil, Unterteil vom Kopf wurde zusammen montiert. So konnte man auch den Mund, das Maul hier schön bemalen. Man sieht so ein Altrosa drin. Man sieht auch die Zähne wieder herrlich in diesem leichten, transparenten Ton. Damit die Zähne halt auch richtig echt wirken und die sind klasse. Richtig, richtig, richtig gut gemacht. Sowohl oben als auch unten. Innen drin seht ihr jetzt schlecht, aber lasst euch sagen, der Gaumen hier wurde auch etwas bearbeitet. Das ist klasse. Dann drumherum natürlich schwarze Lippen bemalt. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Exakt genau richtig. Auch die Bemalung ist klasse. Nicht ganz so schwach wie auf dem Bild, aber man kann es angucken. Man kann es wirklich angucken. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Im Auge drin haben sie schwarz bemalt, damit das Blau etwas kräftiger kommt und damit es richtig tief drin sitzt. Und dann geht hier noch so ein kleiner Streifen hoch und ja, die Fellstruktur etc. Schaut es euch an. Wir haben es schon im ersten Video besprochen. Ist klasse gemacht. Kommt auch mit diesem eher etwas grauen Farbton super raus. Ne? Hier haben sie übrigens noch etwas ganz hell drüber gebürstet, drüber gepinselt. Auch hier unten das untere Fell, genauso wie die Härchen im Ohr. Ja, damit man hier einfach noch ein bisschen mehr Kontrast hat. Und das ist echt schön geworden. Auch die Befleckung hier oben sieht doch bombig aus. Also richtig, richtig schön. Realistisch, nicht übertrieben.
Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau richtig. Also super. Ihr wisst, so eine Figur, eine Skulptur, egal wie schön sie gemacht ist, sie steht und fällt mit der Bemalung. Ist ganz einfach so. Traurig, aber wahr. Guckt euch die Details an. Fantastisch gemacht. Props an den Künstler. Ob von Hand skulpturiert oder am Rechner, 3D-Modell, ganz egal. Sowas muss man erstmal schaffen, hinkriegen, umsetzen, dass es im 3D-Modell so gut dann tatsächlich rauskommt. Also richtig, richtig schöner Kopf. Klasse gemacht. Wir schauen uns gleich den zweiten Kopf an mit dem aufgerissenen Maul. Den haben wir hier. Hier seht ihr den Gaumen richtig. Auch die Zunge haben sie ebenfalls in so einem Altrosa bemalt. Man kann die Zähne hier wunderbar sehen. Die wirken auch ein bisschen schmutzig, bisschen dreckig. Auch das gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Auch hier die Lippen sauber gesetzt. Finde ich schön, dass es hier am Rand ein bisschen breiter wird, oben und unten schmäler, ja, als ob es richtig gezogen wäre, wie ein Gummiband. Sehr schön gemacht. Die Augen sitzen auch, genau, gucken straight nach vorne. Ihr seht es hier, die Schnauze wurde gut bemalt, ebenfalls in diesem rötlichen Braunton. Die Nasenlöcher gehen schön tief rein und links und rechts geht noch so ein schwarzer Streifen ab. Auch das ist klasse gemacht. Auch hier die Bemalung, bisschen kräftiger, oder? Ja, ein bisschen kräftiger als hier und auch etwas anders angelegt, ne? Ihr seht, links haben wir eher so Streifen und rechts ist es eher gepunktet, wenn es nach vorne zur Schnauze hingeht. Aber echt richtig, auch das gut gemacht, ja? Vor allem sind sie hier noch mit der dunklen Farbe um das Ohr hier rumgegangen. Auch das sehe ich jetzt gerade. Schön gemacht, boah, ein weit aufgerissenes Maul. Hier sieht man halt schön, dass er auch noch ordentlich Platz hatte zum Beißen, ne? Wie krass. Und die Zähne vor allem oval gestaltet. Nicht rund, wie es viele Hersteller machen. Das ist falsch. Sie sind oval, damit es besser in die Beute eindringen kann. Ja, derb, aber ist ganz einfach so, ne? Also auch das gefällt mir richtig, richtig gut. Die Haarstruktur, das Fell hier ein bisschen gröber. Oben, unten viel feiner gearbeitet. Also klasse gemacht. Der Kopf ist Bombe. Ich habe hier natürlich auch den Kopf von der Plain-Variante da. Wir werden die natürlich nebeneinander stellen. Aber ich sag ja, jeder auf seine Art, was die Bemalung angeht, ist super geworden. Also Rebor, ihr kriegt hier mal wieder richtig fett Lob von mir. Toll gemacht, tolle Arbeit. So, jetzt natürlich der Körper. Ja, ein Riesenbrocken. Ihr seht es an meinen Händen. Wiegt auch ein bisschen was. Ob er komplett massiv gegossen ist, würde ich jetzt hier nicht meine Hand ins Feuer legen, aber er hat schon sein Gewicht. Es ist kein Resin, es ist ein Kunststoff. Ja, die Beine sind sogar, seht ihr das, relativ weich, man kann sie biegen. Hier ist ab und zu noch ein bisschen so Faserzeug von der Kunststoffverpackung dran. Okay, auch hier gehe ich eher ein bisschen gröber drüber. Hier kommt der Kopf rein. Ich hoffe, der passt genauso gut rein wie bei der Plain Variante. Ansonsten hier die Fellstruktur ist klasse gemacht. Hier oben über die Schultern ist das Ganze etwas gröber, breiter angelegt und die Haare werden dann seitlich etwas feiner, aber nicht gleich verlaufend, sondern wirklich unterschiedlich. Großartig finde ich die kleinen Haarbüschelchen, die man sehen kann. Nicht so großartig finde ich die Querstreifen, die ihr seht. Seht ihr das? Was so ein bisschen aussieht wie ein Marmormuster, ja? Das kommt vom Guss. Das sollte eigentlich nicht passieren, ist hier aber passiert. Das heißt, ja, ganz so sauber wurde es nicht gegossen, aber es fällt euch nicht auf, vor allem wenn es ein bisschen von der Kamera entfernt steht. Es fällt euch definitiv nicht auf. Also darum, ich kann damit leben. Hier, abermals nochmal anmerken, die Muskulatur, die man hier fantastisch auch unter diesem dicken Fell erkennen kann. Ja, also großartig angelegt, auch die Fellbüschel, die hier hinten am Bein noch etwas abstehen. Ne, so kleine Feinheiten, die man hier sieht, auch die Klauen hier unten, beziehungsweise die Pfoten bemalt. Auch innen das Fell nicht vernachlässigt, das kann man alles angucken. Hier unten natürlich im Bauch entlang hängt das Fell etwas länger runter. Aber auch das macht wirklich Spaß anzuschauen. Also es wird euch auf keinem Zentimeter hier langweilig, die Skulptur hier anzuschauen. Fantastisch gemacht. Auch die Hautfalte mit Fell überzogen, die sich hier entlang zieht. Ja, ich halte hier einfach mit der Kamera drauf, schaut es euch an. Also es ist wirklich eine Wonne,
das hier anzugucken. Du nimmst die Figur jedes Mal gerne in die Hand. Macht jedes Mal Spaß, die anzuschauen. Auch das Muster hier am Schwänzchen gefällt mir auch gut. Hier eher breite Streifen, was dann hier wieder eher ein bisschen in die Flecken übergeht. Ja, also auch das sehr schön gestaltet. Die Hinterbeine schön kräftig, nicht übertrieben muskulös, sondern es wirkt alles sehr natürlich. Die Ballen hier unten relativ kurz, aber sehr massig, sehr stabil, kräftig. So, und was mir hier auffällt, sie haben hier im Gegensatz zur Plain-Variante die Krallen nicht bemalt. Entweder sie haben es vergessen oder es ist beabsichtigt, weil die Krallen halt auch entsprechend eine helle Farbe haben. Ja, ich glaube, es ist beabsichtigt. Man sieht es ja auch auf diesem Bild. Seht ihr das? Man hat die Krallen hier nicht extra bemalt. Man hat es einfach in der grauen Farbe belassen. Ja, man könnte es noch ein bisschen repainten, aber komm, das tut hier keinen Abbruch. Das ist okay. Aber wenn man sich so anguckt, ja, hätten tatsächlich noch ein bisschen Farbe vertragen. Bei der Plain-Variante haben sie das gemacht. Ihr seht es ja dann später im Vergleich. Aber komm, kann man angucken, ist jetzt für mich kein Abzug in der B-Note oder so. Man kann das schon angucken. Ja, dann schauen wir uns die ganze nochmal von dieser Seite hier an. Also auch hier, ihr seht ganz toll diese einzelnen Fellbüschel, die hier wunderbar skulpturiert wurden. Man hätte es noch feiner machen können, ja, aber wir sprechen hier so von einer plus minus 45 Euro Skulptur. Für das ist es schon absolut okay. Also wir sind hier jetzt nicht in einem Premium-Bereich, das würde ich nicht sagen, da fehlt noch ein bisschen was, aber diese Skulptur ist schon echt klasse gemacht. Man kriegt das, was man für das Geld auch erwarten kann und vielleicht sogar ein bisschen mehr an der Skulptur, nicht an der Umverpackung, ja. Okay, aber ihr seht, sie haben die Flecken hier wunderbar durchgezogen. Es wirkt absolut natürlich. Finde ich auch schön, hier oben haben sie richtig so runde Punkte gemacht und nach unten wird es eher dann fleckig und ein bisschen feiner und dann auch verlaufend entsprechend in die Fußballen rein. Also das gefällt mir alles richtig, richtig gut. Wunderbar, Reaver, wunderbar. Wobei ich als Hersteller tatsächlich die Krallen noch bemalt hätte. Ja, mit irgendeiner Farbe, die entsprechend passt. Oder ich hätte hier noch etwas, ja, Glanzlack drüber gemacht, damit es einfach deutlicher rauskommt. Man kann es angucken, ist okay. Ja, also soll hier jetzt kein Gemeckere sein. Und jetzt stecke ich mal diesen Kopf hier an mit dem geschlossenen Maul. Das geht, ach, geht wunderbar. Und es lässt sich auch so anstecken, dass es nicht wirklich stört. Ihr seht hier zwar eine Trennlinie, aber wenn der hier seitlich vor euch steht, seht ihr gar nichts. Ja, von unten, ja, da ist es hier ein bisschen bollig, aber es macht wirklich nichts, wenn er es von der Seite anschaut. Ja, auch aus der Nähe, das kann man angucken. Das sieht einfach nur bombig aus. Schaut euch den an. Ja, wie geil ist das denn? Ist das ein Brecher oder ist es ein Brecher? Was für ein Hammer. Übrigens, komm, Gag, Spaß. So groß ist der Eistiger von Schleich. Ja, ich wollte es nur mal kurz daneben stellen. Ne? Und ihr wisst, ich habe ja bei der Plain-Version die alle schon daneben gestellt. Ja, ich stelle jetzt hier den von Collector einfach auch nochmal neben ihn hier. Sieht doch klasse aus. Ja, also der wirkt wie ein Jungtier, wenn man das hier sieht. Das ist schon echt ein Brecher, oder? Was für ein geiles Modell, Mann. Also, ich freue mich wirklich. Ich bin froh, dass ich mir jetzt auch die zweite Variante hier gegönnt habe. Das ist einfach nur bombig. Also, egal wie ihr euch anschaut, egal welche Pose, ein richtig, richtig schöner, toller Smilodon. Ich sag ja, manche streiten drüber, ist der Kopf jetzt zu klein, zu spitz oder wie oder was? Ja, aber mit dem geschlossenen Maul gefällt er mir hammermäßig gut. Mit dem geöffneten Maul, weiß nicht, also die Variante würde ich tatsächlich bevorzugen. Ich meine, das mit dem geöffneten Maul sieht natürlich spektakulär aus. Ja, das steht außer Frage. Auch das geht hier klasse hin. Aber ich weiß nicht, sieht ein bisschen aus, als ob er gähnt. Ja, nicht so, als ob er jetzt aggressiv brüllt. Für mich gähnt er irgendwie. Ja, weil er gelangweilt ist, mein Video anzugucken. Ja. Aber auch das sieht gut aus, kann man angucken. Ich möchte nicht wissen, wie der in echt aus dem Maul gerochen hätte. Aber auch das absolut bombig. Schön gemacht, kann man anders gar nicht sagen. Aber ich würde tatsächlich beim Aufstellen diesen Kopf hier bevorzugen.
keine Ahnung, gefällt mir einfach eine Spur besser. Und dazu stelle ich jetzt natürlich auch noch den braunen, die Plain-Version. Wie schon gesagt, ich lasse die noch in 360 Grad drehen. Dann könnt ihr euch das nochmal nebeneinander anschauen. Also ich finde, die sehen beide wirklich klasse aus. Die nehmen sich nichts. Und wisst ihr was? Jetzt mache ich was. Ich weiß nicht, ob das schon andere YouTuber gemacht haben, aber ich sage jetzt einfach mal, only on my channel. Passt auf. Ich tausche jetzt hier mal die Köpfe aus. Ne? Sieht garantiert total beknackt aus, aber das wollte ich doch unbedingt mal sehen. Sehr schön, sehr schön. So, ne? Hier haben wir die optimale Mischung. So sieht das Ganze aus. Plain und Ice Age. Only on my channel. So sieht's aus. Also hier, komm, Spaß beiseite, ne? Muss ja auch mal sein. Auf jeden Fall, es geht sehr, sehr gut, die Köpfe hier zu wechseln. Ich werde natürlich auch noch die beiden filmen mit dem geöffneten Maul, das ist klar. So, dieser Smilodon hier, ich messe nochmal nach, hat hier eine Höhe an den Schultern gemessen von 14,5 cm und eine Länge von 25,5 cm. Und es ist wirklich ein Brocken. Ja, hier der alte Smilodon von Papo. Ihr wisst, wie groß der ist. Der wirkt hier extrem klein dagegen. Ne? Wenn ihr einen Vergleich sehen wollt zwischen dem Smilodon und den anderen Herstellern, was ihr eigentlich nicht vergleichen solltet, denn hier haben wir Spielzeugfiguren und hier haben wir Sammlerfiguren. Ja, man kann es nicht vergleichen, aber man sieht halt hier schon einen ordentlichen Größenunterschied. Bei der Plain-Variante habe ich die alle mal daneben gestellt. Das mache ich jetzt hier nicht nochmal. Aber es macht trotzdem Spaß hier, oder? Komm, ich finde es schon geil. Was für ein Brocken ihr hier von Rebore bekommt. Gut, dann würde ich sagen, war es das dazu. Das war mein Unboxing und Review zu Rebores Smilodon Populator Stray Cat in der Ice Age-Variante im Maßstab 1:11 plus minus 1. Jetzt das Ganze noch in 360 Grad. Da wünsche ich euch noch viel Spaß beim Anschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Yeah.